Sind wir jetzt in der City im Norden von Philadelphia in der 1 Pell Street. Dieses Haus hier haben wir heute Morgen geclosed. Jetzt gehen wir nach und nach mit den Handwerkern durch und klären mit denen, was die Aufgaben sind, was gemacht werden muss. Auf der Kamera hier kannst du dich jetzt, beziehungsweise auf dem Video, kannst du dich einfach im Raum umgucken und dir auch die einzelnen Stellen angucken, auf die ich jetzt zeige und mir einfach mal folgen. Was haben wir hier für ein Haus? Wir haben ja ein 4-Schlafzimmer-, ein Badezimmerhaus. Das Schlafzimmer, die ganze Schlafzimmerfraktion befindet sich oben. Hier unten haben wir jetzt ein Wohnzimmer. Da hinten haben wir Esszimmer und hinten dran die Küche im Rohbau. Das Haus ist von einem Flipper abgekauft worden. Der Flipper war, ja, wie heißt das immer, am Ende des Projektes, nee Quatsch, am Ende des Geldes ist noch jede Menge Projekt übrig. Das war bei dem Flipper genauso. Da ist, glaube ich, wer das Projekt überschätzt, sich selbst überschätzt, aber hey, wir helfen ja gern. Was muss jetzt hier gemacht werden? Fangen wir von oben an. Das Dach ist relativ neu, das hat er ganz gut gemacht. Das können wir auch so übernehmen. Was fehlt, sind Gutters und Downspouts, Regenrinne, genau. Fallrohr und Regenrinne, das müssen wir noch hinten anbauen, aber der Rest sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Elektrik müssen wir komplett austauschen, da gibt es noch einen Tube. Und ja, dann muss der komplette Innenbau noch, Innenausbau nochmal gemacht werden. Ich stelle dich mal hier in die Mitte. Die Küche schauen wir uns gleich an. Hier müssen die Ventilationssysteme geändert werden. Das heißt, das Duct-System muss neu gebaut werden. Also diese Belüftung und Entlüftung von der Klimaanlage. Der Wasserheizer ist relativ neu, aber lange Rede, kurzer Sinn. Schau dich einfach mal um. Guck dir an, was dir hier auffällt, und wenn du Fragen hast, schreibst du mir das am besten in die Kommentare unter das Video. Kaufpreis für dieses Objekt waren 78.000 inklusive Closingkosten. Renovierungskosten würde ich schätzen, wären so um die 60.000 vielleicht. Wenn es gut läuft, wären es 60.000, wenn nicht ein bisschen mehr. Guck mal, hier oben siehst du zum Beispiel an der Decke, das ist Schimmel, also Mold. Da ist die Trockenwand hin, die muss abgemacht und neu gemacht werden. Oben drüber der Ursprung von dem Schimmel sind schlechte Klemmenarbeiten gewesen, beziehungsweise Leck. Das hat da wohl mehrere Jahre reingeregnet, beziehungsweise getropft. Aber wie gesagt, das ist gefixt. Dann haben wir, die Fenster sind relativ neu, das heißt, die hat er schon ganz gut gemacht. Da sind diese klassischen Dual Pane in dem Fall sogar. Diese Hochschiebedinger, die sind hier in Philadelphia übrig, also üblich in den USA eigentlich generell. Das ist das Esszimmer. Gehen wir mal hier in die Küche. Wenn du dich jetzt hier mal umschaust, da hat schon jemand die Studs eingebaut. Das heißt, diese 16 on Center Studs hier, die sind schon drin gewesen. Das heißt, das hat er alles gleich gemacht gehabt. Zumindest haben wir auch schon eine Küche ausgedacht. Beziehungsweise wir haben die da schon mal angemalt, wir haben schon mal markiert, wo GFCIs hinkommen. Also das sind diese Sicherheitsstrom, Überspannungsschutz, also alles was mit Wasser zu tun hat und Strom, da müssen diese GFCIs hin. Und da wir in der Küche sind, ist überall Wasser, beziehungsweise ist es halt möglich, deswegen müssen die Steckdosen in der Küche, auf den Küchencountern GFCI sein. Wie sieht die Küche aus? Hier wo ich jetzt stehe, da kommt das Sink hin, also der Spüle, deine Ablage links, die Ecke hier ist auch Ablage, hier kommt der Gasherd hin, Gasanschluss liegt auch schon da, den kann man auch wieder benutzen, das muss nochmal gemacht werden, oben drüber Dunstabzugshaube und Mikrowelle. An den Wänden oben Hängeschränke bis ungefähr hier und dann kommt hier der Kühlschrank hin. Und dann war es das auch schon. Also über der Spüle kommt kein Hängeschrank hin. Über der Spüle werden wir einfach nur ein Ablagebrett machen. Der Backsplash, den werden wir mit Subway-Tiles fließen. Dann bin ich gerade hier im Haus nach einem starken Regen. Das ist immer die beste Variante. Und da fällt einem sowas hier auf. Das heißt, wenn du mal guckst, da hinten steht das Wasser, hier unten fließt es ab. Also was hier gut ist, was positiv ist, es fließt in die richtige Richtung, aber leider steht es da und fließt nicht ab. Gut, dann gehen wir mal in den Keller und schauen uns den Keller an.
So, hier im Keller haben wir jetzt folgende Situation. Strompanel ist hier, Strompanel sieht auch ganz gut aus. 100 Ampere. Bisschen Knobbe-Tube ist im Haus versteckt, also da müssen wir nochmal die Stromleitungen rausreißen und durch neue ersetzen. Der Wasserheizer, der ist neu, relativ neu, der wird auch irgendwann mal funktionieren. Gasanschluss, Gas-Wasserheizer und dann haben wir auch hier die AC, aber die ist ein bisschen alt. Die muss ausgetauscht werden, aber hier das Duct-System, das ist relativ neu, das können wir alles wieder verwenden. Jetzt siehst du hier auf dem Boden noch so ein bisschen Wasserpanels. Also da ist auch ein Drain-Problem hier unten. Das heißt, diese Drain hier unten, die fließt nicht ab. Da müssen wir ein bisschen was machen. Den sehe ich gerade. Hier kommt auch noch Wasser rein. Ja. Und zwar hier durch die Wand. Das kommt durch die Wand rein. Hier fließt noch Wasser rein. Das heißt, diese Drain muss auf, das muss funktionieren. Dann kommt Waschmaschine und Trockner hierher, Gasanschluss, das heißt ein Gastrockner. Da oben kommt die Ventilation für den Gastrockner hin. Waschmaschine kommt hierher und dann noch so ein Utility Sink, also für den so Nassbereich hier unten. Sonst hier unten eigentlich alles okay. Also genau, Balken sind gut, der Fußboden, den haben sie neu gemacht gehabt. Den hat der Flipper, glaube ich, noch gemacht gehabt. Haben so ein bisschen zugekleistert, aber ist super. Es riecht nicht nass. Gehen wir mal nach oben. Übrigens, diese Kabel werden alle neu gemacht. Das muss ausgetauscht und neu gezogen. Hier kommt auch wieder eine Wand hin, den Windfang. Hier werden wir noch eine Tür hinmachen. Sonst ist der große Raum sehr zugig. Mal sehen, ob wir hier oben auch Licht haben. Nein, haben wir keins. Ich hoffe, das geht trotzdem. Dann nehme ich dich mal mit hier nach hinten. Wir haben hier, wie gesagt, vier Schlafzimmer hier oben. Und diese Schlafzimmer, das sind zwei große und zwei kleinere. Hier hat auch schon der Flipper einen Kleiderschrank angedacht. Den werden wir auch bald benutzen. Das heißt, da wird Trockenwand dran gemacht. Die Türrahmen werden gemacht. Die Fensterrahmen hier. Da hat auch wieder alles angefangen. Aber hier liegen sogar noch die Klauen zum Tackern. Dann haben wir die Fenster, die sind neu, offensichtlich neu, das ist ein bisschen älter. Ja, Trockenwand, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Farbe ist hier wichtig. Und gehen wir weiter. Dunkler Flur. Dann haben wir hier noch ein kleines Schlafzimmer. Hier kannst du dir auch einfach mal umschauen. Hier in der kleinen Schlafzimmer muss nicht viel gemacht werden. Die Wände müssen gestrichen werden, der Strom, die Stromkabel müssen neu gezogen werden. Und natürlich die Tür für den Kleiderschrank. Aber sonst war es das. Ach ja, hier Trim um die Tür herum muss natürlich auch gemacht werden. Hier im Badezimmer, da hast du unten den schwarzen Fleck gesehen an der Decke von dem Esszimmer. Das ist eigentlich die Ursache, ist genau hier unten drunter. Das werden wir noch aufmachen und reingucken. Die Badewanne selbst kann man fast so wieder verwenden. Die muss noch sauber gemacht werden. Neues Sealing dran, also dieses Silikon. Hier kommt Waschbecken her, also dieses Vanity. Und da kommt die Toilette hin. Und das hier war die Ursache des Übels da unten. So, dann gehen wir weiter hier in das dritte Schlafzimmer. Das ist auch nicht wirklich aufregend. Hier hast du auch ein Fenster, die Tür, hier war der Durchgangszimmer zu dem großen Schlafzimmer, die wird zugemacht, weil das hier ein separates Zimmer ist und kein Durchgang ist.
Schranktür kommt noch ran, Wände werden gestrichen und Elektrik wird gemacht. Genau, was haben wir noch? Dann haben wir hier Linen Closet heißt das, mitten auf dem Gang, so ein Kleiderschrank. Und hier Tropfreihe. Jo. Das ist uncool, müssen wir uns anschauen. Gibt keinen Kurzschluss gerade, fassen wir aber auch nicht an. Auch hier wieder kommt eine Schranktür rein, kommt eine Trockenwand dran, das heißt, das wird wieder ein Kleiderschrank. Dann werden die Wände verputzt bzw. eine Trockenwand ausgeglichen. In dem Fall hier zum Beispiel. Und dann wird das Ganze gestrichen und kann hoffentlich innerhalb ein, zwei Monate wieder auf den Markt gehen und vermietet werden. Die Zahlen nochmal, 78.000 Kaufpreis, 60.000 bis 70.000 Reha-Kosten, hoffentlich weniger. Steuern kann ich nicht sagen, werden so circa bei 800, 900 Dollar liegen. Versicherung 880 im Jahr. Die zu erzielende Miete mit dem Objekt hier in der Gegend, in dieser Größe, also das sind ja vier große Schlafzimmer, da sind wir bei mindestens 1400 Dollar, hoffentlich sogar über 1500 Dollar. Das sollte eigentlich funktionieren. Müssen wir mal schauen. Wenn dir das Video gefällt, lass mir einfach mal ein Like da. Solche 3D-Videos mache ich gern. Sag einfach Bescheid, wenn ich es mehr davon machen soll. Und ja, wenn dir was gefallen hat, wenn dir was nicht gefallen hat, wenn du was genau sehen möchtest, das schreibst du mir am besten in die Kommentare unter das Video. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.